Ich bin der Flo, Finalist von Schweizer Jugendforst. In meiner Wettbewerbsarbeit habe ich die Nutzung von digitalen Kampagnenwerkzeugen untersucht. Heute rede ich aber vor allem über die Verantwortungsfrage. Aber dazu nachher mehr. Wir haben heute nämlich noch etwas vor. Hier im Wiener Bahnhof sind vor kurzem noch Plakate zur DZ-AV-Rente gehabt. Beide Seiten uns mit Hilfe von Plakaten, Flyer und eben digitalen Werkzeugen von ihrer Position beziehen. Digitale Kanäle werden im Führen von Abstimmungskampagnen immer wichtiger. Ich sehe zum Beispiel auf Instagram immer wieder Werbung für oder gegen eine Vorlage. Hinter mir ist ein Replika der originalen Bundesverfassung von 1848. Wir Schweizer StimmbürgerInnen können das unglaubliche Ding mitschreiben. Beim Anschauen von der Bundesverfassung wird mir auch klar, wie viel Verantwortung wir und Abstimmungskampagnen hier haben. Was bei meiner Untersuchung beunruhigend ist, ist, dass alle interviewten kampagnenverantwortlichen Personen andere Vorstellungen davon haben, was die Gefahren von digitalen Kampagnenwerkzeugen sind. Dabei wären es genau sie, die entscheiden, wie die Werkzeuge eingesetzt werden. Was lernen wir daraus? Wir haben das unglaubliche Privileg, unsere Bundesverfassung mitschreiben. Und genau darum sollten wir eine Debatte fördern, die über digitale Kampagnenwerkzeuge redet, damit wir zusammen einen Konsens finden, wie diese eingesetzt werden sollten. Eine lange Version von diesem Video findest du übrigens auf meinen Socials.